Bundeskanzler Olaf Scholz hat ein Machtwort im Asylstreit gesprochen. Am Mittwoch soll er seinen Ministern klargemacht haben, dass Deutschland dem neuen Asylrecht nicht im Weg stehe, wie die Bild berichtet. Demnach habe sich Außenministerin Annalena Baerbock gegen die Asylkrisenverordnung der EU quergestellt. Für die Verringerung der Asylzahlen sieht die geplante Reform des gemeinsamen europäischen Asylsystems vor, unter anderem eine Asylvorprüfung an den Außengrenzen und eine Rückführung von Menschen ohne Schutzanspruch direkt von dort einzuführen. Außerdem soll in Krisensituationen der Zeitraum verlängert werden können, in denen Menschen unter haftähnlichen Bedingungen festgehalten werden. Zudem könnte der Kreis der Menschen vergrößert werden, der für die geplanten strengen Grenzverfahren in Frage kommt. Die EU-Innenminister treffen sich morgen in Brüssel. Dort soll über die Reform abgestimmt werden. Ohne das Scholz-Machtwort hätte Deutschland sich enthalten müssen, wie die Bild weiter berichtet.